Etwas außerhalb von Frankfurt ist eine Eintracht-Legende zu Hause. Spielzug besuchte Toni Hübler und seine Frau Christel. 83 Jahre ist Hübler alt, 41 davon hat er bei der Eintracht verbracht. Offiziell als Gärtner und Zeugwart, inoffiziell war er noch viel mehr Chauffeur, Berater und Freund. Seit 20 Jahren gibt es den Fanclub Kommando Anton Hübler. Einmal im Jahr trifft man sich im Keller der Hüblers. Dann wird einfach gefeiert, dann kommen sie und dann wird einfach gefeiert. Und das ist eine wunderbare Geschichte, das ist eine wunderbar, sind wunderbare Menschen. Und es sind ja im Verein bei der Eintracht nicht viele, die so einen tollen Fanclub haben. Toni selbst sagt, nur Bernd Hölzenbein wird noch die Ehre zuteil, Namenspatron eines Fanclubs zu sein. Hübler, eine Institution der Eintracht. Er erlebte 23 Trainer, legendäre Europapokalabende und Triumphe, bereiste mit der Eintracht alle 5 Kontinente. Und noch heute fiebert er auf der Tribüne mit. Ich bin regelmäßig bei allen Heimspielen und bewundere auch unsere Truppe, die sich so großartig geschlagen hat bis jetzt mit dem Aufstieg. Es war natürlich ganz toll. Zum Training kommt Toni so gut wie nie. Sein großes Hobby, seine zweite Leidenschaft neben der Eintracht, die Jagd, beschäftigt ihn regelmäßig. Ich bin jeden Tag zur Kontrolle an Stellen, die ich eingerichtet habe fürs Wild, zur Kontrolle jeden Tag unterwegs, 2-3 Stunden, je nachdem, wie sie es gerade angenommen haben, die Tiere, und was ich dann zu tun habe. Vor jedem Heimspiel aber schaut Toni im Museum bei Matthias Thoma vorbei. Hübler ist sozusagen ein Schatz für das Museum. Er kann Geschichten aus 5 Jahrzehnten Eintracht erzählen. Wobei, alles gibt Toni beileibe nicht preis. Was ihn sehr auszeichnet, ist, dass er verschwiegen ist. Der könnte natürlich Geschichten erzählen über die Eintracht, da würden wir uns diebisch drüber freuen. Aber über Tonis Lippen kommt kein böses Wort. Und selbst bei Leuten, mit denen er vielleicht seine Probleme hatte, er wird nie was Böses über jemanden sagen. Das bleibt intern. Zuverlässig, engagiert und dabei immer den Eintracht-Adler im Herzen, das schätzen und lieben die Fans an Toni Hübler. Vor allem die über 60 Mitglieder seines Fanclubs. Schon bald treffen sie sich wieder in seinem Keller. In diesem Jahr feiert der Fanclub 20-jähriges Jubiläum.